ist die Brookhaven-Stadt. Nun werde ich mir endlich diesen Bruder holen. Und dann werde ich Lösegeld verlangen. Es ist nicht mehr weit. Hä? Was ist das denn dort? So ein Auto habe ich hier noch nie gesehen. Er hat ja sogar das Licht aus. Irgendwie kommt er mir ultra komisch vor. Naja, egal. Und warum steht da Free Vitamine? Irgendwie ergibt das gar keinen Sinn. Aber egal. Ich gehe lieber nach Hause. Es wird Zeit. Es ist schon sehr, sehr spät. So. Endlich ist es soweit. Zum Glück kann ich den Bruder von Vitamine orten. So, mein Essen habe ich jetzt auch endlich schon für die Woche. Jetzt geht's nach Hause. Oh, jetzt darf mich nur keiner sehen. Da vorne ist der. Haha, wenn der einmal meine ist, dann wird Vitamine seinen Bruder nie wieder finden. Oh, hier ist aber schon echt ganz schön spät. Niemand mehr da. Mann. Brookhaven ist echt langweilig geworden. Oh Mann, ey. Warte mal! Spieleparadies! Ich hab echt Bock drauf, noch eine Runde zu spielen! Oh Mann, ey! Das ist meine Chance, ihn endlich zu packen. Hä? Was war das denn für ein schwarzer Schatten? Den habe ich noch nie gesehen. Das sieht übelst komisch aus. Hm, hoffentlich ist es nicht irgendwas Schlimmes oder so. Oh yeah! Gleich hab ich den Highscore! Jetzt hab ich den Highscore! So, aber jetzt schnell rein hier, bevor mich noch jemand sieht. Hahaha, Vitamine wurde entführt. Ab geht es, endlich habe ich ihn. Hey, Hilfe! Leute, ich brauche eure Hilfe! Was ist das? Guten Morgen, Brookhaven! Ich habe echt gut geschlafen. Also, zumindest denke ich das. Und es ist ein neuer guter Tag, um mit meinem Bruder in Brookhaven zu spielen. Denn ehrlich gesagt sind wir verabredet. Also nichts wie los. Und ich bin so gespannt, was sich mein Bruder heute ausgedacht hat, was wir heute spielen können. Aber als erstes finde ich es toll, dass ihr jetzt am Start seid. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Sonst bist du ein Schlingel. Gehen wir als nächstes mal zu meinem Bruder rüber. Ja, ich bin so gespannt. Ja, wir wohnen hier direkt nebeneinander. Also, ich wohne hier. Wahrscheinlich unschwer an der Farbe zu erkennen. Und hier wohnt mein Bruder. Ja, das Haus sieht sogar teilweise cool aus. Und da bin ich schon, Bruder. Wo bist du? Du kannst mir die Tür machen. Hä? Warte mal. Hey, mach doch mal die Tür auf! Hä? So lange braucht er normalerweise nicht! Und warte mal. Hä? Warum ist die Tür offen? Mein Bruder lässt doch normalerweise die Nacht nicht die Tür offen. Hm, vielleicht ist er auch eigentlich einfach losgefahren? Aber wohin, Leute? Ich habe keine Ahnung, wohin. Egal. Dann würde ich sagen, werde ich mir auf jeden Fall jetzt ein leckeres Eis gönnen. Njam, njam, njam. Ich glaube, ich esse auf jeden Fall jetzt mein Lieblingseis. Bubblegum. Los geht es! Los geht es? Hey, warte mal. Ich möchte ein Eis haben. Aber anscheinend ist die Verkäuferin mit dem Polizisten beschäftigt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, über was sie sprechen. Aber nun ja, ich werde warten und warte, bis mir irgendjemand mein leckeres Bubble-Eis gibt. Ich hab schon eins. Ja, toll für dich, Mann. Ich warte auf mein eigenes. Also wie auf dem Phantombild. So ungefähr habe ich ihn gezeichnet. Und Sie sind sich ganz sicher, dass diese Person nun vermisst ist? Also ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es war so ein schwarzer Mann und der hat irgendwie so einen blauen komischen Schlumpf verfolgt. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Wir werden auf jeden Fall alle Spuren nachgehen. Er sah ganz komisch. Warten Sie mal, schauen Sie mal. Da, der Typ dort. Ganz genau so sah er auch aus. Und Sie sind sich ganz sicher, dass das nicht diese Person ist? Ja, ich bin mir sicher. 1000% sicher. Hm, okay. Der Sache gehe ich auf die Spur. Was ist denn nun mit meinem Eis? Für Sie gibt es erstmal kein Eis. Ich habe halt 2, 3 Fragen an Sie. Ja, ich habe keine Luftballons geklaut. Ich war's nicht. Ganz ruhig. Es gibt ein ganz anderes Problem. Ja, war es. Schauen Sie doch. Ganz genau so, wie ich es gezeichnet habe. Ich habe wirklich nichts getan. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Leute. Freunde, was wollen die von mir? Ich habe überhaupt nichts getan. Es tut mir leid. Kennen Sie jemanden, der aussieht wie Sie? Ja.
Meine Mutter. Nein, das kann nicht sein. Das war auf jeden Fall ein Jüngerer. Keine Ahnung. Schau mal, ich habe hier ein Bild gezeichnet und das Bild sieht ganz, ganz nach dir aus. Warte mal. Das ist... Wer ist das? Wer? Sagen Sie schon. Das ist mein Bruder. Warum wird er vermisst? Was ist mit ihm? Das ist sein Bruder. Ich habe gestern mit eigenen Augen gesehen, wie er entführt wurde. Warte mal, was? Mein Bruder wurde entführt? Und deshalb war er wahrscheinlich heute nicht zu Hause. Bruder, wo bist du? Hey, schrei mal nicht so laut. Hier gibt's noch Leute, die wollen essen. Oh mein Gott, Freunde. Mein Bruder wurde entführt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Was soll ich tun? Herr Polizist, wir müssen unbedingt meinen Bruder finden. Sofort! Ihr Bruder ist tatsächlich alt genug. Er kann sich aufhalten, wo er will. Und er wurde noch keine 48 Stunden als vermisst gemeldet. Da habt ihr recht, aber das ist nicht normal. Oh nein, es ist untypisch für meinen Bruder, dass er sich nicht meldet, Freunde. Lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass ihr mir hilft. Wir müssen was tun, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir müssen überall die Bilder verteilen in ganz Brookhaven. Ich werde mich sowas von beeilen. Werde überall hier, bumm, die Bilder ranmachen. Und ich glaube, so werden einige Sachen auf jeden Fall aufgeklärt. Zumindest schaut mal, solltet ihr ihn sehen, meldet euch sofort in den Kommentaren bei mir. So, auch hier eins an die Wand. Oh mein Gott, hier eins an die Wand. Überall müssen wir was an die Wand schmieren, damit auf jeden Fall mein Bruder endlich gefunden wird. Oh mein Gott, bitte, bitte, drückt mir alle die Daumen, dass wir ihn gemeinsam wiederfinden. Och Mann, ey, warum bloß? Es kann nicht sein. So, hier an die Polizeistation noch. So, hier drüben auch noch. Wir müssen überall diese Zettel austeilen. Und natürlich auch hier in den Straßenschildern. So, ich glaube, damit werden wir auf jeden Fall hoffentlich die Chancen erhöhen, ihn bald zu finden. Und ich glaube, ich werde auch hier mal kurz gehen. So, warte mal, ist hier jemand? Hey, warte mal, da ist jemand. Ich werde ihn einfach fragen, ob er jemand gesehen hat. Hey, Entschuldigung. Ja, wie kann ich dir helfen? Ich habe eine Bitte. Und zwar schauen Sie sich mal dieses Bild an. Das ist mein Bruder. Er ist seit gestern Abend verschwunden. Hä? Warte mal. Irgendwoher kenne ich das. Also zumindest der Name. Der kommt mir sehr bekannt vor. Der Name? Vitamine? Irgendwie ist hier ein Van rumgefahren. Da stand Free Vitamine. Also deswegen kann ich mich nur dran erinnern. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen dazu. Free Vitamine? Was meinen die damit? Okay, ich weiß nicht, Freunde. Ein Van, der hier wohl in der Stadt in Brookhaven langgezogen ist? Hört sich auf jeden Fall irgendwie komisch an. Damit hätte ich, oder das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall der Spur nachgehen. Aber Freunde, was sollen wir denn überhaupt nachgehen, wenn wir überhaupt keine Anhaltspunkte haben, wo er sein könnte? Ich werde auf jeden Fall den Bürgermeister fragen, ob er es vielleicht im Brookhaven TV ausstrahlen kann. Oh mein Gott, das wäre der größte Erfolg, den ich machen kann. So, Hallöchen, lieber Bürgermeister. Chief Major Bürgermeister Franziskus Müller der Dritte. Okay, wie auch immer, Franziskus Müller der Vierte oder Dritte. Ich habe ein Anliegen. Mein Bruder, er ist als vermisst gemeldet. Also, naja, noch nicht ganz, aber er ist auf jeden Fall vermisst. Das ist natürlich eine nicht so gute Sache. Ja, na klar, ist das keine gute Sache. Sie müssen uns helfen, bitte, Herr Bürgermeister. Bitte, 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 strahlen Sie eine Vermisstenanzeige im Brookhaven-Fernsehen aus. Es ist mir ultra, ultra wichtig. Wir müssen meinen Bruder wiederfinden, Freunde. Ihr könnt mir jetzt auch helfen, indem ihr dem Video ein Like da lässt. Ich würde sagen, bei 1000 Likes kriegen wir den nächsten Hinweis. Also gebt ein Video in 3, 2, 1, ein Daumen nach oben da. Okay, keine Sorge. Sie können sich auf mich verlassen. Ich werde den Fall annehmen und heute Abend im Brookhaven TV ausstrahlen. Oh Mann, Freunde, ich hoffe natürlich, mein Bruder wird so schnell es geht gefunden. Aber wartet mal, der Brookhaven Bürgermeister hat doch gesagt, es wird gleich im Brookhaven TV Nachrichten geben. Das ist unsere Chance, meinen Bruder wiederzufinden. Ich denke mal, wir schalten den Fernseher an und schauen,
uns die Brokehaven-Nachrichten. Liebe Brokehaven-Bewohner, nun gibt es wieder einige neue Fälle, die wir berichten müssen, obwohl sie natürlich nicht so schade sind, denn die Brokehaven-Gemeinde hat wieder ein riesiges Problem. Es gibt wieder Verbrecher, die nachts in den Straßen sind und versuchen, einige Leute aufzulauern. Also bitte seien Sie sehr, sehr vorsichtig und rufen Sie sofort die Polizei an, sollten Sie irgendwas Auffälliges sehen. Hier nochmal ein Phantombild von dem Vermissten, der seit über einem Tag vermisst ist. Also bitte, sollten Sie irgendwelche Informationen haben, melden Sie sich direkt bei uns. Ihr Brokehaven Bürgermeister. Der Bürgermeister hat es wirklich richtig gut gemacht. Und ich glaube, so sind die Erfolgschancen sehr, sehr hoch, ihn zu finden. Hey, lass mich runter, Mann. Hä? Was ist das denn dort unten? Das sieht ja übelst komisch aus. War dieser blaue, komische Typ nicht gerade noch im Fernsehen? Ruhe jetzt, sonst vermasselst du mir noch alles. Da muss ich gleich die Polizei informieren. Oh, so, jetzt direkt anrufen. So, hallo, Polizist? Ich glaube, ich weiß, wer wo er ist. Ich glaube, ich habe ihn, den Vermissten. Hä? Was sind das denn für Sirenen? Das ist ja übelst laut. Da kann ja niemand schlafen. Warte mal, die Polizei? Wohin fährt die? Das ist doch der Polizist, der meinen Bruder sucht. Nichts wie hinterher da. Ich glaube, der Polizist hat irgendwas Neues herausgefunden. Wir müssen ganz, ganz schnell hinterher. Okay, so schnell bin ich nun auch nicht. Und wartet mal, dort hinten. Wie beschrieben ist hier die Polizei und ein komischer Van? Okay, warte mal. Der Polizist, das ist er wirklich. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Sie sind umzingelt. Ja, das könnte meine Rettung sein. Endlich. Oh nein, ich glaube, Sie haben mich gefunden. Ich muss irgendwas dagegen tun. So einfach werden die gegen mich nicht gewinnen. Denn es ist mein Preis. Freunde, okay, warte mal. Er durchsucht alles. Er geht runter. Ich bin echt gespannt. Warte mal, hier steht wirklich ein Van. Da steht Free Vitamine drauf. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich glaube, Freunde, das könnte wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich würde sagen, ich schleiche mich einfach hier mit rein und werde direkt runtergehen. Oh, schnell verstecken, bevor mich der Polizist noch sieht. Mich darf keiner sehen, Leute. Irgendwo muss er hier sein. Nimm die Hände hoch, Verbrecher. Wir haben dich. Niemand hat mich. Ich glaube eher, ich hab dich. Was? Ja, was sagst du dazu? Niemand hält mich auf. Nichts und niemand. Oh mein Gott, Freunde, was? Ich glaube, unser Polizist braucht Hilfe. Oh mein Gott, ich hab eine gute Idee. Ich muss mich anschleichen und muss ihn die Treppe runterschubsen. Wir sind die Vitamine-Army. Wir schaffen das. Warte mal, okay. 3, 2, 1. Ich würde an deiner Stelle aufgeben. Du bist alleine. Nichts da. Er ist überhaupt nicht alleine. Was? Nimm das hier. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es wirklich geschafft. Und schaut mal, da ist mein Bruder. Wir müssen so schnell es geht ihm helfen. So, warte mal. Schließ auf und... Hey, Bruder! Mann, nimm mich endlich raus aus den Fesseln! Ich bin hier schon so lange gefesselt! Ja, okay, das hast du auch mal verdient, aber... Yeah! Wir haben unseren Bruder wieder! Und du bist nun auch gefesselt. Och, Mann, ey! Ich dachte, ich hätte ihn endlich. Yeah, Freunde, ich hab meinen Bruder wieder! Mann, Alter, was soll das denn jetzt? Ja, ich hab dich ehrlich gesagt nur vermisst. Denn... Er war die ganze Zeit gefangen genommen von so einem bösen, bösen Bandit. Aber ist auch egal, denn wir haben ihn echt wiedergefunden. Also, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch nach oben da. Schreibt ein nettes Kommentar. Kommt jetzt unbedingt noch ins Discord, wenn ihr keine neuen coolen Videos mehr verpassen wollt. Und vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Er hat mich gerettet. Yeah! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.